heute Morgen sind wir in Tallinn losgeflogen. Der Flughafen war voll, der Flug nach Hurghada. Ihr habt es ja selber gesehen, da waren Schlangen, die waren absolut tremendes, also richtig lang. Dann sind wir über Frankfurt gekommen, sind in Frankfurt dann in die Senator Lounge gegangen, die semi-voll war. Die Business Class Lounge war auch offen. Der Flug von Tallinn nach Frankfurt war, wie das so schön heißt, uneventful. Es ist nicht viel passiert. Das Essen war okay. Es gab Fisch, nicht mein Favorit, aber die Bilder zeigen wir euch natürlich auch. Ja, in Frankfurt haben wir uns dann noch getroffen mit einem Kollegen und haben da einige Sachen besprechen können. Sind dann weiter nach Zürich in der kleinen, was war es überhaupt? Es war eine Embraer 190 oder 195. Ich habe jetzt gar nicht geguckt, weil wir saßen in der zweiten Reihe. Das Essen war super für Lufthansa-Verhältnisse, muss ich eher sagen, überdurchschnittlich. Der Service war super, also absolut top of the pop. Und dann kamen wir hier in Zürich an und ihr seht selber, nichts, nada, keiner. Keiner. Ich habe das Gefühl, ich bin hier alleine. Also absolut nicht nachvollziehbar, was hier los ist. Wo sind die Menschen? Warum fliegt keiner? Warum reist keiner? Das ist etwas, was ich mir echt als Frage stelle. Und wenn man halt wirklich dann schaut, raus, es passiert wirklich auch draußen nichts. Die schleppen ein Flugzeug hin und her, das wird dann hier vorne geparkt und dann passiert gar nichts. Katar ist gerade durchgelaufen. Gefühlt war das Flugzeug ein Viertel voll, wenn man die Leute gesehen hat. Wir stehen hier von der Passkontrolle etwas entfernt. Ihr seht das so durch diesen Glaskubik hinter, da ist die Passkontrolle. Wir als gute Bürger wollten schon zur Passkontrolle gehen und dann sagt er, was willst du denn hier unten? Da ist es doch viel zu eng. Bleib lieber mal hier, da passiert gar nichts. Ja, dann sind wir jetzt hier geblieben im Schengen-Bereich. Und hier passiert auch nichts. Also unglaublich. Man sieht ja ab und zu mal Mitarbeiter, die rumlaufen, die gehen dann zur Zigarettenpause. Da vorne ist die Camel Lounge, glaube ich, heißt das, für unsere Raucherinnen und Raucher. Aber ansonsten wäre hier echt keine Bewegung. Das ist wirklich tot. Wir können ja auch mal hier vorne ans Fenster gehen und rausgucken. Das ist absolut traumatisierend. Guckt euch das mal an. Also da passiert gar nichts. Da fährt ein Auto einmal mit einem Tankwagen vor sich hin. Ansonsten nichts. Keine Lounge offen. Es hat drüben, haben einige Restaurants offen, ein Duty-Free hat offen. Aber Restaurants ist jetzt übertrieben. Das ist einfach nur was, wo man was wegnehmen kann. Also es ist echt traumatisierend. Die Rolltreppen rollen hier vor sich hin. Absolut devastating. Also ich kann es echt nicht verstehen. Wir haben heute auch schon wegen dem Johannesburg-Flug geschaut, wir haben da Feedback bekommen. Uns ist versprochen worden, dass wir alleine in der Kabine sind. Wir sind sehr gespannt, ob wir alleine in der First-Kabine sind. Das wäre natürlich für euch gut, damit wir euch alles nochmal erklären können, jeden Sitz zeigen können und auch zeigen können, worauf ihr euch einlasst. Ich hoffe, es gibt Fondue, wie der Schweizer sagt. Ich hoffe, ich habe hier keinen offended, ne? Falsch betont und so. Also es wird spannend, ich freue mich und Johannesburg, willkommen. Also das hier ist echt traumatisierend. Man sieht auch, ich weiß gar nicht, ob ihr das eben gesehen habt, ich sehe das hier auch nochmal in Reihe und Glied, die Autos alle geparkt. Ne? Also das ist unglaublich. Also ich kann nur sagen, es muss besser werden. Mir fehlen jetzt die Worte.